So, hallo meine Lieben. Und ja, diesmal ist es kein Let's Play, es ist ein kleines Help, Let's Show für viele Situationen. Hier in Aura Kingdom gibt es viele Sachen, die sind übers Video erklären wirklich einfacher. Ich werde jetzt halt erklären, sobald man Level 65 ist, kann man hier nach Phidias Anwesen und Forscherquartiere, das ist hier in Sternsandwüste vor Sandtempel. Da geht man einfach rein und sagt dann Phidias Anwesen. Eidolons sind hier nicht beschwörbar, aber so Pets oder so Sachen. Man braucht für Phidias Anwesen, entweder kauft man das hier beim Benjamin. Oh, oh Gott, jetzt spinnt mein Spiel ein bisschen. Man braucht für Phidias Anwesen, wie immer bei jeder Archäologie, mindestens ein Bestimmungsinstrument, aber auch nur das eine. Man kann sich das bei ihm hier kaufen oder man hat es eh schon da. So, und später kann man halt hier die Sachen kaufen, die man ausbuddelt. Ich zeige euch später, welche Sachen am besten zu verkaufen sind, welche ihr aber auch aufheben solltet. So, danach redet man einfach hier mit ihm, liest sich das im besten Fall durch. Wenn man es öfters gemacht hat, liest man sich das schon nicht mehr durch. Sagt nach dem zweiten Expeditionsteam durchsuchen. So öffnet man die Instanz. Jetzt haben wir hier eine Zeitbegrenzung von 20 Minuten. Man geht hier hindurch, durch das erste Portal, ist erste Ebene und man liest hier Ruinen zur Ruinensanierung auf diesem Portal. Ruinensanierung bedeutet, das zeige ich euch jetzt, wir gehen hier rein. Und haben hier diese Glitzerflächen. Ruinensanierung ist immer dieses Glitzerflächenfeld. Da muss man eigentlich nur unten in seiner Skillleiste die jeweilige Farbe drücken, in der der Gegenstand leuchtet. Ihr müsst nur aufpassen, dass er auch die richtige Farbe anwählt. Sonst kann es sein, dass er euch 5000 Mal sagt, nein, das ist nicht die richtige Farbe. Nein, das ist es nicht. Es passiert auch sehr, dass sich welche extrem übereinander lappen. Weshalb man da auch wirklich das Problem hat, dass man die nicht bekommen tut so richtig. Und dass es dann echt schwierig ist, dass ihr auch schon mal das Falsche erwischt. Früher gab es auch einen kleinen Trick mit Nekromanten. Das geht heute nicht mehr. Wenn man mal falsch gedrückt hat, haben die Nekropets den halben Raum mit ihren weit hüpfenden Attacken den halben Raum mal leergeräumt. Aber wie gesagt, das haben die Entwickler gepatcht, weshalb das jetzt nicht mehr geht. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Man hat immer genug Zeit, also es geht hier wirklich nur darum, dass du die Zeit dir einteilst, dass du echt versuchst, dich ein bisschen zu sputen. Das ist aber kein Thema, wenn man in die Routine gerät, also dass man das öfters macht. Ich mache es jetzt nicht zum ersten Mal. Wie gesagt, wenn man zur Routine ist, dann macht man das mit der bloßen Hand, dann geht das recht zügig. Und dann verbraucht man echt wenig Zeit. So, wenn man hier alles gesammelt hat, eigentlich müsst ihr noch nicht mal alles sammeln, aber ich empfehle es, wenn ihr Archäologie-Münzen sammeln wollt, sammelt immer alles. Gebt ihr halt 7 Sachen ab, die ihr gleichzeitig da mitgesammelt habt, und macht diese Kiste auf. Ich werde euch gleich auch nochmal zeigen, was in der Kiste ist. Wir gehen jetzt aber erstmal in die nächste Ebene. Das sind die Schatzgottendens. Das wird ein bisschen schwieriger. Da habt ihr nämlich 2 Aufgaben. Erstens, ihr geht hier mit rein, bekommt erklärt, ihr müsst jetzt einmal buddeln. Ihr könnt bis zu 3-mal buddeln. Danach wird der Bildschirm schwarz und es tauchen 3 Schatzgoblins auf. Diese müsst ihr dann besiegen, weil sie uns die Schätze geklaut haben. Was nicht das Schwierige ist, man kann sie wirklich besiegen. Es geht eigentlich, man muss halt nur gut abtimen und das ist auch mit was eigentlich am längsten braucht. Das und wenn ihr euch wirklich drauf gezielt konzentriert, später bei einem anderen was zu machen und ich zeige euch auch was, weil meist erkläre ich euch das auch gleich, ist das da eigentlich nicht so schwer. Aber jetzt wollen wir erstmal in Ruhe gucken, wie wir das mit den Schatzgoblins machen. Ich kann hier hinlaufen. Ich ignoriere jetzt das extra, weil ich frühzeitig mir hier den Kram hinlegen will, weil im besten Fall kriege ich dann frühzeitig einen Goblin gefangen. Oder auch nicht.
So, jetzt habe ich wenigstens euch zwei schon mal. So, hinsetzen. Damit die mir nicht wieder abhauen. So, das ist das Problem. Ihr müsst halt immer mit der einen die Goblins betäuben. Und mit der anderen könnt ihr einen Goblin aus weiter Ferne fangen und verlangsamen. Und dann haut ihr ihm mit der Spitzhacke eigentlich nur noch auf die Nase, bis er umfällt. Das Problem ist, dass je weniger Schatzgoblins es sind, desto panischer werden die. Und rasen im schlimmsten Fall so quer durch die Gegend, dass ihr hinter denen verdammt nochmal stark herlaufen müsst. Deswegen, ihr müsst so ein bisschen versuchen, den zu kriegen. Wenn ihr ihn einmal habt, könnt ihr ihn ganz gut eigentlich festhalten. Das ist nur halt nicht so einfach, weil, wie gesagt, die laufen, wie sie wollen, machen, was sie wollen. Ach. Deswegen sage ich ja, das Schatzgoblin zieht sich leider am längsten. Wie gesagt, die paniken gerade, also er panikt gerade, er hat gerade totale Angst. So, jetzt haben wir ihn aber. Also meist kriegt man ihn ganz gut, also kriegt man die Schatzgoblins ganz gut, wenn man sie in die Ecke treibt, aber das ist halt nicht immer so einfach. Also ihr müsst schon gucken, wie ihr den bekommt, gerade als Nahkämpfer oder so, oder es ist halt nicht so einfach. Früher gab es mal die Möglichkeit, wie ich ja schon sagte, bei dem einen als Necro, da haben selbst deine Necropets ihn verhauen. Das geht heute nicht mehr, das wurde ja halt alles gepatcht. Weshalb man das halt nicht mehr so schön machen kann. So, und in diesen Filia-Schatztruhen sind immer drinne Möbelmuster, dass man an weitere Möbel kommt. Kraft der Ahnen. 65er Sachen wie ein verdrecktes Vermächtnis. Ultra-Skills für bestimmte Klassen immer, pro Raum. Rätselhafte Schatzkarten. Isis-Bruchstücke und Isis ihre Ausrüstung. Und das ist der Grund zum Beispiel, warum ihr Phineas sehr oft machen solltet, wenn ihr das Eidolon Isis haben wollt. Entschuldigt. Ich habe ein Kratzen im Hals. So. Wir kommen jetzt hier zur Schatzkammer. Das war das, was ich euch erzählen wollte. Hier könnt ihr demjenigen, der jetzt gleich kommt, Schatztruhen klauen. Und auch in denen sind unterschiedliche Sachen drin, deswegen kann ich euch jetzt schlecht zeigen, was drin ist. Ich kann nur probieren, ob ich das jetzt während der Sequenz machen kann. So, gewöhnliche Schatztruhen haben halt nichts Besonderes drin. Aber hier die Phidias Gartenschatztruhe hat auch wieder die Möbelsachen drin und Isis-Bruchstücke. Und die alte Schatztruhe hat hier eher so dreckverkrustete Sachen drin und verdrecktes Vermächtnis. Hier fängt er meist oben rechts in der Ecke, diese Truhe, die ich da angewählt habe, fängt er immer an. Ihr lest das auch, Isalu. Also Isarel. So, dann geht er meist auf die Phidias-Truhe. Meist erhält da immer die gleiche Reihenfolge ein. Bis jetzt, also ich hatte das oft so, es kann auch mal anders sein. Ihr seht jetzt halt hier die einfachste Reihenfolge, ihm Schatzkisten zu klauen. Wenn ihr, deswegen meinte ich ja, was, wenn ihr in der Routine seid, wisst ihr, auf welche Schatztruhe ihr meist als nächstes geht. Oder könnt halt einfach den kurzen Moment warten. Ihr müsst halt nur frühzeitig trotzdem zum Klicken kommen. So, wie gesagt, jetzt geht er nochmal nach hier drüben. Ich bin halt recht schnell und kann halt auch so mit Schatztruhen nehmen, die er auch schon mit anschlägt. Weil er auch eine gewisse Zeit hat, bis er die umhauen kann. So, aber jetzt geht er trotzdem erstmal hier auf die hier oben als auf die.
Da muss man dann halt jetzt nur drauf achten, welche wird mal rot, welche wähle ich dann an und welche wird nicht rot. Das ist halt einfach ein Geduldsspiel, das wird halt auch Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen hierfür braucht ihr auch Zeit, wenn ihr ihm wirklich jede Schatztruhe nehmen wollt. Müsst ihr halt ein bisschen Geduld haben, nicht hektisch reagieren. Sonst verpasst ihr vielleicht irgendeine Gelegenheit, ihm seine Schatzkiste zu klauen. Wenn ihr euch vorbereiten wollt, dann klickt ihr auf eine Truhe. Ungefähr so. Und guckt aber in die andere Richtung. Und wenn ihr den Namen lest, drückt ihr einfach nur noch die 1. So könnt ihr halt immer beide Seiten im Auge behalten, welche er nimmt. Oder ihr dreht halt alle 5 Meter so die Kamera so Scope-mäßig hin und her, wie man es normalerweise in Shootern macht, vor dem man vor PvP Angst haben muss, wo man wirklich vernünftig arbeiten muss und vernünftig sich umgucken muss, damit man nicht erschossen wird von hinten. Oder seine Kollegen nicht von hinten erschossen werden. Deswegen, oder stellt euch hier ein Stück weiter so diagonal nach hinten, dann könnt ihr beide Seiten gut beobachten. Wenn dann eine Kiste rot wird oder auf der anderen Seite hoch, das könnte jetzt sein, dass er mir die Kiste wegnimmt. Nein, ich habe sie noch bekommen. Okay. Das ist halt, je nachdem, wenn man zu spät drankommt, wird er euch die Kiste nehmen. Wenn ihr aber frühzeitig drankommt, habt ihr ihm die Kiste vor der Nase weggeklaut. Und habt insgesamt gibt es immer, bis jetzt hatte ich oft, sehr oft 27 Kisten, die man hier insgesamt hat. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber bis jetzt hatte ich es wirklich immer so. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, es sind immer nur 27. Wenn es mal mehr sind, okay, gut möglich. Dann kann es auch sein, dass ihr die Reihenfolge ein bisschen abändert. Deswegen sage ich ja, beobachtet eure Umgebung, wählt eine Kiste an, bei der ihr vermutet, er geht als nächstes hin. Wenn ihr den Namen lest, müsst ihr nur noch 1 drücken. Und wenn ihr ihn nicht lest, dann müsst ihr gar nicht machen, dann müsst ihr gucken, wo die andere Kiste ist. Deswegen immer so ein bisschen alle Kisten im Auge behalten und darauf achten, welche drüber geschrieben rot ist und bei welcher ihr den Namen lest von ihm, wenn ihr welche vorangewählt habt. So, es ist super gut. In der Mitte steht auch hier immer, das werdet ihr jetzt gleich nochmal sehen. In der Mitte stehen immer diese Expertisepunkte. Wenn ihr noch keine Expertise auf 50-50 habt, könnt ihr in Phidias Anwesen wirklich recht gut Expertisenpunkte sammeln. Klar zieht sich das, je höher eure Expertise ist, das Level zu leveln, aber es geht eigentlich ganz gut. Hier ist das Einzige, hier bekommst du am Ende keine Truhe, weil du hier die ganzen Truhen mitnehmen konntest. Auch zwei Phidias-Kisten hast du ja schon hier. Deswegen bekommt man hier keine Extra-Truhe, die man am Ende öffnen muss. Das heißt, man geht weiter. Insgesamt müsst ihr 5 Ebenen richtig bestreiten, auf denen ihr Sachen tun müsst. Und die 6. ist halt nur noch der Ausgang. So, ihr könnt euch jetzt das Gelaber hier anhören, ihr könnt auch weitergehen. Wir sind jetzt schon bei Ebene 3. Wir sind also jetzt auf Ebene 4. Was haben wir? Reliquienverwaltung. Bei der Reliquienverwaltung geht ihr hier auf diese Gegenstände, durchsucht die Gegenstände, bis ihr so einen Buff um euch habt und dann lauft ihr zu einer der Göttinnenstatuen runter. Ihr müsst nur dahin laufen, ihr müsst sie nicht extra anklicken. Das reicht vollkommen, der Charakter macht das dann von alleine. Jede Göttinnenstatue braucht dreimal diesen Buff, bis sie repariert ist. Sie stellt sich dann automatisch wieder repariert auf. Deswegen, man sucht dann fleißig den Buff. Und auch hier wieder, nehmt alles mit für die ganzen Sachen für eure Archäologiemünzen. Man kriegt auch hier Archäologie-XP, so ist es nicht. Also wer noch nicht Archäologie-Level 10 ist, kriegt ihr noch Archäologie XP, die kriege ich nicht mehr. Ich bin mit meinem Char vollkommen Level 10. Bis auf beim Kochen und auch bei dem Duellieren, da bin ich halt leider auch noch nicht Level 10. Das zieht sich leider auch. So ist es aber nun mal. Dann kann ich alles auf Level 10 haben und gerade Kochen und Kartenspielen, Kartenduelle ziehen sich sehr, weil die Punkte da echt wenig geben werden. Gerade je kleiner die Rezepte, desto weniger Punkte beim Kochen zum Beispiel.
Und dann dauert das noch länger, trotz Berufsgebäude. Deswegen, ich muss auch mal mit Kochen weitermachen. Ich bin neulich erst Level 5 geworden. Ich koche zwischendurch zwar auch so mal, wegen meinen Idolon-Wünschen, aber ich muss es auch so machen. So, da haben wir wieder die Truhe. Hier hat sich eigentlich nur geändert, dass hier andere 65er-Sachen drin sind und andere Ultraskills. Das ändert sich halt pro Raum immer wieder. Wenn ihr gucken wollt, was ist in der Truhe, dann einfach auf die Truhe klicken, dass die oben angewählt ist und oben in die Schatztruhe. Und die Grabungsstätte ist, wir müssen diese vier Steine zum Leuchten bringen. Das heißt, man sucht sich hier was, indem man jetzt hier guckt, wo glitzert, haut drauf und macht es wie bei der normalen Archäologie, wertet an. Und im besten Fall fängt dann einer der Steine an aufzuleuchten. Und das macht ihr so lange, bis alle vier leuchten. Und das merkt man dann meist, dann bewegen sich hier die ganzen NPCs anders und. Dann habt ihr die Truhe auch. Dann steht auch auf einmal hier die Truhe. Und deswegen ist es immer unterschiedlich. Also gibt es mal die Möglichkeit, dass es 16 nur sind. Manchmal braucht ihr aber auch über 20. Oder über 30. Kommt immer drauf an, wie es läuft. Das ist immer unterschiedlich, wann es ist. Ich kann da auch keine Festlegung feststellen, weil ich mache es auch oft mit mehreren verschiedenen Chars. Also sammle gerade da überall Archäologie-Münzen an. Für Eidolon-Entwicklung und so weiter, weil man kann vieles Gutes kaufen für Archäologie-Münzen. Ich werde auch gleich nochmal über den Archäologie-Shop allgemein drüber gehen. Werde euch da mal zeigen, was es so gibt. Auch den in Navia werde ich drüber gehen, weil wir haben ja bei den normalen nur die normalen Sachen. Und dann werde ich auch mal den in Navia drüber gehen und euch zeigen, was ihr pro Level kaufen könnt. Was wie dann auch aussieht. Ihr könntet zwar auch so selber sehen, aber ob das noch irgendwelche speziellen Effekte hat oder nicht. Was ich euch zum Beispiel empfehle, für manche Situationen zu kaufen. Weil, wie ich ja gerade auch schon erwähnte, es gibt Situationen, ihr könnt beim normalen Archäologie-Shop, zum Beispiel jetzt hier in Phidias, wenn ihr am Ende gebuddelt habt und ihr macht am Ende noch Phidias, dann könnt ihr hier bei Benjamin sagen, wenn ihr die Zeit noch übrig habt, ich kaufe hier mitten bei Benjamin mal eben meine Sachen. Oder verkaufe sie auch, also ich verkaufe sie auch immer hier. Also wie gesagt, ihr verkauft dann hier die Sachen, kauft euch Sachen, die ihr normalerweise auch bei jedem normalen Archäologiehändler auf den verschiedenen Maps kaufen könnt. Und das ist halt. Wie ihr seht, zeige ich euch auch automatisch, wie normal der Archäologie geht. Ihr habt normalerweise eure Spitzhacke, die ihr kaufen müsst beim Archäologiehändler für 10 Gold, die man hier bei Benjamin nicht kriegt. Und halt immer dieses Bestimmungsthermometer. Also dieses Bestimmungsinstrument. Mit diesem Bestimmungsinstrument verliert ihr pro ausgebuddelter Sache, also pro identifizierter Sache, einen Punkt abgezogen. Oder allein schon, dass ihr nur aufruft, welche Farbe es ist. Also so verliert ihr keinen Punkt, so verliert ihr einen Punkt. Ohne jetzt das zu identifiziert zu haben. Und bei der normalen Archäologie hättet ihr jetzt hier im Buff, dass da eine 1 steht. So, dann gucken wir nochmal auch hier rein. Ah, jetzt konnte ich nicht mehr reingucken. Ja, eigentlich bin ich jetzt gerade schon mit Phidias wieder durch. Wie ihr seht, habe ich auch einen Expertisepunkt bekommen. So, das ist jetzt einfach mal so frei nach meiner Wahl, wie ich die Expertise skille. Das muss mir keiner nachmachen, deswegen zeige ich es hier auch nicht. So, und wie gesagt, hier ist jetzt das, was ich meine. Ihr geht nach Benjamin. Ich habe noch Zeit übrig. Sage, öffne den Archäologie-Shop. So, die beiden Sachen nicht verkaufen, aber ihr könnt die rätselhaften Filmstreifen verkaufen. Die antiken Münzen, die braucht ihr auch, wenn ihr noch Sachen haben wollt. Dreckverkrusteter Umhang könnt ihr verkaufen, ihr könnt ihn auch aufmachen und zu Fragmenten machen. Altes Tagebuch verkauft ihr und nobles Weinglas verkauft ihr. Und habt dann einiges an Archäologie-Münzen gemacht. So, hier haben wir halt das, was typisch ist. Und zwar haben wir hier die Seelenkugel anwenden mit Rechtsklick. Nach Anwenden mit Rechtsklick erhält der Spieler eine kleine Menge EP in Abhängigkeit von Level des Charakters. Also das sind eigentlich so die Monster-Kodexe
über Alchemie. Ihr seht bei mir 5% weniger, das liegt aber daran, weil ich über Level 8 bin. Sobald man Level 8 ist, bekommt man das, also einmal Level 4 2% und Level 8 3%. Wir haben hier die Bestienjade. Da steht es auch, bei gelungener Veredelung erhöht sich, das ist es aber random. Es kann auch sein, dass ihr nur das Potenzial erhöhen bekommt. Da steht da aber auch, erhöht sich das Verstärkungslevel der Waffe um plus 1. Ich glaube, dass das wirklich nur bis plus 5 ging, diese Bestienjade. Höher ging es dann nicht, weil das geht, glaube ich, noch nicht mal bis plus 9. Oder halt, wenn die Verstärkung scheitert, erhöht sich das Ausrüstungspotenzial. Bei einem Ausrüstungspotenzial von 100 erhöht sich das Waffenverstärkungslevel um 1. Das gleiche gibt es mit der Muschel. Das ist für Rüstung. Und dieses gibt es dann auch nochmal, was bis plus 20 wird mit dem Fangzahn des uralten Drachens. Das ist für Waffe wieder. Und das ist für Monsterkoralle, ist für Rüstung. Hiermit könnt ihr also auch eure Rüstungen halbwegs billig und einfach gratis, ohne jetzt teure Alchemie-Münzen, also Alchitaler gekauft zu haben oder, könnt ihr das hier aufleveln. So, hier geht es jetzt weiter, dass wir hier Blauer Lazarett haben, nicht handelbar und allem. Gaia-Juwel Level 1, Erfahrungsstein ohne Aufwertungspotenzial. Das heißt, es wertet einen nicht auf. Aber es gibt 50 SDN dazu und hier 110. Das heißt, hier könnt ihr halt auch dafür sorgen, dass eure Sachen höher werden. Wir haben hier einen Eidolon-Kristall. Verleiht deinem Eidolon-EP. Ich hatte mir mal einen davon gekauft. Kann EP der Eidolons enorm erhöhen. Hat mir nichts gebracht. Ich kann mal einen nochmal kaufen und gucken, ob ich hier die EP wirklich erhöhe. Und hier kommt das, was ich sehr empfehle. Wärmstens sogar für die Leute. Übrigens ist oben mein Buff gerade abgelaufen. Das heißt, meine Zeit ist um. Ich müsste jetzt. Normalerweise würdest du jetzt, wenn du normal erst in einem der Vorräume bist und du gehst durch das rote Portal, landest du wieder im ersten Hauptraum, in dem du zuerst warst. Da ich das aber nicht bin, sondern am Ende passiert mir hier nichts. Ich muss hier jetzt gleich nur mit jemandem reden. Hier diese Siegel. Hohlsinn-Siegel und Energiesiegel sind dafür da, deine Eidolons auf Sternenlevel leicht zu bringen. Denn hier steht auch, dass es einen SDN-Wert von 30 auf 60, also 30 bis 60 erhöhen kann. GS 10 bis 30, aber 10 ist die Garantie. Und auch bei Crit 10 bis 30 und bei dem Energie haben wir 50 bis 100, Ausweichen 10 bis 30 und Verteidigung 10 bis 30. So könnt ihr innerhalb von mindestens ein paar Tagen eure Eidolons recht zügig auf Sternenlevel haben. Wenn ihr mehrere Chars habt und ihr habt die Motivation dazu, dann macht mit allen möglichen Chars das und kauft euch diese Siegel immer. Ihr zahlt je nach Prozent, je nach Archäologie-Level weniger. Wie ihr euer Archäologie-Level konstant steigern könnt, kann ich euch gleich erklären. Rätselhafte Schatzkarten, da sind jetzt auch neue bei. Ihr könnt euch halt auch hier extra rätselhafte Schatzkarten holen. Muss aber nicht sein, weil ihr bekommt die eigentlich hier aus den Schatzkartenfragmenten. So, jetzt wollen wir mal eben gucken. Warum ich die Kraft der Armen behalte, sage ich euch gleich auch. Erstmal wollen wir das hier austesten. Ich drücke N. Gebe meinem Poldi mal dieses Eidolon-energiegeladene Kristall. Wir sind bei 29,29%. Geben. Naja, es hat es auf 29,99 gebracht, also 80%, also 0,8% fast. Also nicht wirklich was. Also noch nicht mal 80, sondern 70. Ja, und hier sagt man, das kann man auch öfter schon, da muss man echt aufpassen, Teleport zu Sternsandwüste, sonst teleportiert ihr euch mittendrin raus. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig, dass ihr das nicht einfach so macht. So. Map. So, ihr kriegt jetzt noch eine kleine Erklärung von mir, wegen den Archäologie-Orden. Denn diesen braucht ihr für euer Archäologie-Level, um es normalerweise zu erhöhen. Also bei mir brauche ich es nicht mehr, weil ich hab's. So,
Und den Orden findet ihr zum Beispiel einmal hier drunter angezeigt. Das ist der Orden. So, und ihr könnt ihn aber auch nachschlagen unter eurem Questlog, unter Erfolge, auf den Pfeil, hinunter, bis Orden und geht auf Orden. Bei mir ist er nicht mehr verzeichnet, weil ich ihn schon habe. Also ich kann ihn auch nie wieder einblenden oder ich müsste einen neuen Account mehr machen und euch das über einen neuen Account zeigen. Aber es ist kein Thema für euch, danach zu gucken, weil es steht immer, wofür der Orden ist, wie weit euer Fortschritt ist, wo ihr seid. Das gleiche gilt für, denn der kleine Unterschied ist, ich mache das mal ein bisschen anders, ich schiebe das mal alles hier so ein bisschen beiseite, die mir Patty auch zumachen kann. So, wir haben nämlich hier, das sind alles die normalen Orden. Diese Sachen findet ihr alle unter Orden. Diese Sachen hingegen sind alles grandiose Erfolge, steht auch drüber. Das heißt, diese findet ihr alle unter grandiose Erfolge. Und da fehlen mir der Dungeon Meister. Das ist hier der Dungeon Meister. Wo ist er denn nochmal? Dungeon Meister ist. Welcher war das denn jetzt? Warum stand er nicht? Ach doch. Der Dungeon Meister ist hier. Kneifen gilt nicht, ist dieser. Ist der PvP-Orden, den habe ich aber noch nicht annähernd fertig, weil ich nicht den auf Bronze habe. Der PvP-grandiose Erfolg, also das werde ich auch mal eben drüber erklären. Diese grandiosen Erfolge, bis auf der und der, setzen sich meist aus mehreren Orden zusammen. Und ich erkläre euch auch gleich, welche Orden. Wie gesagt, den PvP habe ich gar nicht. Ich habe den PvP-Orden noch nicht. Und deswegen, den geht es bis Silber. Das heißt, das sind zwei. Ich muss insgesamt einmal 1100 Gegner töten. Habe ich aber noch nicht annähernd gemacht, also nein. So, das sind die einzigen, die ich so habe. Das heißt, wie gesagt, der Orden geht noch nicht höher. Und das erkläre ich euch gleich auch, warum der grandiose Erfolg nicht höher geht. So, und zwar haben wir hier die verschiedenen grandiosen Erfolge. Wir haben hier grandiose Erfolg Erkunder der Welt, den hat man in Gold. Verliehen durch Abschluss von Azurias Abenteuer und Wächter- und Abenteuerorden auf Gold. Und da haben wir es nämlich. Verliehen durch Abschluss von Azurias Abenteurer. So, das gibt es hier aber nur hier, der Abenteurerorden. Und zwar erhalten bei Abschluss von man ist so alt, wie man sich fühlt. Das heißt, das ist immer automatisch die Hauptquest. Diesen Orden, da braucht ihr nichts zu machen, außer ganz normal die Hauptquest und ein gewisses Level zu erreichen. Mehr ist das hierbei nicht. So, aber er setzt sich ja noch aus dem Wächter und aus dem Abenteurerorden zusammen. Der Wächterorden ist dieser hier und das bedeutet, spiele bei allen Gesprächen von Skandia bis zum stillen Eisfeld Mäuschen. Das heißt, es gibt auf der Map, gibt es Gespräche. Ihr seid keins, doch. Hier, das wäre ein Gespräch normalerweise. Da hättet ihr dann ein goldenes, wirklich ein goldenes Sprechbläschen über diesen beiden. Dann müsst ihr euch nur so wie ich gerade dran stellen und lauschen. Ihr könnt das täglich auch nochmal wiederholen. Aus Jux und Dollerei, auch wenn ihr es schon habt. Also ihr bekommt aber nicht immer mehr den Erfolg und die Sachen dazu. So, deswegen aus mehr setzt sich der auch nicht zusammen. Für den bekommt man auch, wenn man Level 75 geworden ist, einmal, aber wirklich nur einmal, da kann man so viele Chars ziehen, wie man will, einmal 100.000 Gaia-Punkte geschenkt, nämlich zweimal 50.000er Stacks. Das könnt ihr aber noch nachgucken, was ihr für welche Erfolge geschenkt bekommt, und, und. Dieser Orden setzt sich, das ist nämlich der Berufeorden, setzt sich aus dem Kochkunstorden, Archäologieorden und Anglerorden zusammen. Der Kochkunstorden ist dieser. Der wurde seitdem das normale Kochsystem, das werde ich euch halt in einem anderen Video mal erklären, seitdem das normale Kochsystem da ist, wirklich vereinfacht. Ihr müsst halt einfach mal, um den Orden hochzutreiben, einmal braune Rezepte kochen. So und so viel Mal, also das steht dann da. Violette Gerichte so und so viel Mal und am Ende 13 goldene Gerichte.
Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr sucht euch die Anfangsgebiete raus und kocht einmal komplett jede Farbe bis auf Grün. Grün ist uninteressant für den Orden. Dann haben wir, wie gesagt, den Archäologieorden, den ich euch schon gezeigt habe. Der Archäologieorden setzt sich zusammen. Ihr müsst, das steht auch da, in bestimmten Gebieten bestimmte Gegenstände erst einmal 50 Mal und dann später 100 Mal gebuddelt haben und später alle archäologischen Fundorte je 100 Mal ausgegraben. Welche das sind, zeigt er euch beim Orden an. Ich kann es euch ja leider nicht mehr zeigen. Und der Anglerorden ist hier dieser. Und zwar ist das auch so weit, wie es halt immer geht, was angezeigt wird. Alle Angel-Items, die ihr einmal geangelt, das bedeutet aber jetzt nicht, ihr müsst jede Rüstung einmal angeln, sondern nein, ihr müsst jeden Fisch einmal angeln. Das heißt, ihr müsst einmal durchs AFK angeln, könnt ihr in jedem Gebiet, also durch normale Erdwürmer, einfach nochmal kurz hinstellen, stellt euch 5 Minuten in jedes Gebiet und ihr müsstet die normalen Fische haben. Das bezieht sich aber auch auf die bekannten braunen Fische, die man manuell angeln muss und wofür man auch meist gewisse Angel-Equips braucht, also haben muss. Weil die kann man nicht immer angeln und wie gesagt auch immer ein Wunderwürfel zählt auch dazu. Aber nicht pro Gebiet, sondern einmal ein Wunderwürfel, der zählt für jedes Gebiet. Und das macht er dann und es zählen mehrere Kingfische dazu. Was dazu zählt, könnt ihr nachlesen. Wie gesagt, da kann ich euch leider schwer helfen und das euch vorzeigen. So. Dann hätten wir hier den nächsten Orden, grandiosen Erfolg der Monsterkiller-Orden. Dieser setzt sich aus dem Ifrit-Orden, Vortex-Orden und andere Welt-Elite-Orden zusammen. Aus dem Grund geht er auch im Moment nicht auf Gold, weil es der andere Welt-Elite-Orden auch nicht geht. So, und dann hätten wir hier einmal den Levi-Orden, den Vortex-Orden halt, Leviathans Abgrund. Das heißt, ihr müsst den fünften Levi bekämpft haben. Im Team ist Levi recht schwer, wenn ihr gute Leute habt. Das könnte ich auch mindestens mit, also meiner großen, die ich jetzt gerade ja hier nicht habe. Ihr seht ja gerade einen meiner Zweitchars. Den mit meiner großen, noch einen Kollegen, seinen großen Char und halt so mindestens mit drei, vier großen von uns könnten wir das bestimmt auf jeden Fall schaffen, weil ich habe es mit einem meiner Kollegen letztens mal nur zu zweit, wir waren wirklich nur zu zweit, haben wir es bis zum vierten Levi geschafft, sogar etwas drüber, aber sind dann halt leider vom Schaden her doch gescheitert und von der Zeit her, weil es ist eine 15 Minuten Innie, 15 Minuten haben wir leider nur dafür Zeit. Bei Ifrit ist das ähnlich, Ifrit Orden ist eine Zeit Innie. Es gibt 10 Ebenen insgesamt. Also 10 verschiedene Ebenen, die immer wie bei jene, wie auch bei Levi, 5 kleine Vorebenen hat und dann eine Zwischenebene mit Ifrit, die halt nicht extra als sechste Ebene zählt zum Beispiel, sondern einfach Zwischenebene, Zwischenboss-Time. Das heißt, nach dem 10. Ifrit habt ihr diesen Orden auf Gold. Das heißt, ihr müsst schon gucken, dass wenn ihr Leute habt, die das können, dass ihr da am Leben bleibt und dass ihr den Ifrit immer angehauen habt und nicht umfällt. Bei Ifrit ist es halt auch doof, wenn die Zeit ausgeht. Dann hätten wir hier diesen anderen Welt-Elite-Orden. Den auf Bronze müsst ihr dafür Ave Scandia 20 Mal laufen und 20 Mal den Fitsch da umknallen. Also umschlagen. Und bei dem Silberorden muss man halt 20 Mal, da steht auch Otherworld, Bunny Kings und Otherworld Pingu Kings, das ist jetzt im Einfachsten im Deutschen. Ihr müsst einmal Ave Scandia 20 Mal laufen und 20 Mal Ave Corusan Küste und bei Corusan Küste Alfred de Quack-Quack umschlagen. Welches für Gold gerechnet ist, weiß ich nicht. Es gibt schon weitere. Es gibt noch Ave Roten Hügel, die ab Level 70 erreichbar ist. Und ab Level 75 ist Ave Smaragdsumpf verfügbar. Bis jetzt aber halt, wie ich ja sagte, keine Ordenssteigerung. Wir wissen also nicht, welche als nächstes kommt. Dann haben wir hier den Instanzenforscher. Dieser setzt sich aus andere Welt, Instanzenorden und Höllenorden zusammen. Wir haben hier den anderen Weltorden. Und dafür müsste ich jetzt momentan
die 50 Siege über jedes Bossmonster sämtlicher 60er und Level 70er Höllen- und Team-Instanzen haben. Aber damit meinen die die anderen Welten. In dem Fall wären es jetzt noch bei mir 50 Mal, also noch nicht mal 50 Mal, so ein bisschen abgezogen, aber 50 Mal AW Argus und Schummergrotte. AW ist die Abkürzung für andere Welt. Und dann haben wir hier den anderen Orden, den Bossorden nennt man ihn. So unter den Orden. Dafür muss ich besiege alle finalen Bosse in Instanzen Level 66 oder höher. 100 Mal in Gruppe oder Höllenmodus. Das bedeutet, dass ihr je nach Instanz, das steht aber auch immer da, welche Instanzen es sind und wie oft unter euren Orden, das kann ich euch auch zeigen, weil das habe ich auch bei meinen Orden. Das ist nämlich einmal unter Orden der andere Welttöter. Da sieht man, das ist für den Höllen-AW-Modus. Argus, der Verschlinger und Erlanger. Das sind aber die in anderer Welt, steht auch oben. Ich muss es noch einige Male laufen. Und Kerkermeister, seht ihr auch, welche Instanzen es sind. Ihr kennt die Instanzen vom Namen später automatisch, weil ihr die Gegner auch kennt. Also, wie gesagt, wir müssen hier noch einiges erledigen. Das mache ich aber mit Freunden, deswegen habe ich das halt noch nicht. Ich könnte es ja vorantreiben, aber ich will es nicht. So. Dieser Orden ist nicht verfügbar, dieser Orden ist nicht verfügbar, dieser Orden, also grandioser Erfolg, ist nicht verfügbar. Dieser grandiose Erfolg hebt sich ab, denn er benötigt keinen Orden unten. Er benötigt einfach nur die Möglichkeit, dass ihr 30 Eidolons auf Level 60 habt. Dazu zählt auch jeder Starter. Also mein kleiner Tipp, um euch zum Beispiel insgesamt schon 4 Eidolons einfacher zu machen. Macht euch 4 Chars, zieht die auf 60 und nimmt bei jedem Char einen anderen Starter und zieht den auf 60. Dann habt ihr zumindest schon mal 4 Eidolons. Die restlichen Eidolons müsst ihr euch durch Instanzen und alles erfarmen. Der Himmelssäulenorden ist halt recht schwierig, den kann man ab Level 60 erst machen. Es kommt drauf an, wenn ihr recht gute Gilden habt, bei denen ihr mitlaufen könnt. Es gibt viele Gilden, die sind wirklich gut, auch sehr gut koordiniert. Es gibt aber auch so normale Random-Lauf-Raid-Gruppen, in der alles drunter und drüber geht. Und es ist wichtig für diesen Orden, dass ihr anfangs von Ebene 1 bis 20 jede Truhe am Ende angeschlagen und bekommen habt. Der Rest, wie es in Himmelssäule abgeht, ist unterschiedlich. Das kommt drauf an. Das dauert und dafür habt ihr aber dann auch, je nachdem, wenn ihr bei bestimmten Leuten mitlauft, ich werde hier, wie gesagt, jetzt keine Schleichwerbung machen, es gibt genug Leute, die auch sagen, die Gilde sucht so und so, oder so, ihr informiert euch, es gibt genug Gilden, die auf ihren TSen oder so verlinkt haben oder auch in den Forum, dass ihr dort euch über ein Anmeldeformular anmelden könnt. Für Samstag, Sonntags ist die normale Himmelssäule. Was ich mit normaler meine, erkläre ich euch gleich. Samstag, Sonntags ist die normale Himmelssäule. Dort könnt ihr euch dann anmelden für. Dann nehmen sie euch im besten Fall mit und ihr kriegt eure 1 bis 20 Truhen. Dann hättet ihr den Orden von sogar Bronze auf Silber, denn Silber ist bis 20. So. Aber wie ihr seht, habe ich ihn auch auf Gold und da steht ja auch Wundertruhen auf jeder der ersten 30 Ebenen. Ja, es geht sogar schon weiter als 30. Aber um diese 30 zu kriegen, müsst ihr freitags laufen. Um die Voraussetzung für freitags zu haben, müsst ihr einmal mindestens entweder Samstag oder Sonntag, das ist egal, oder auch an beiden Tagen, könnt ihr auch, müsst ihr samstags oder sonntags einmal gelaufen sein. Und auch alle 20 Truhen haben. Ihr kriegt dann halt auch immer bei der 20. Truhe eine extra Post, wo dann eine Nachricht steht, ihr habt euch jetzt für Himmelssäule am Freitag qualifiziert. Das war's hier drüber. Wie gesagt, dann gibt es nur noch den Wettkämpferorden. Und dieser setzt sich aus dem Ultraorden und dem Kämpferorden zusammen. Der Ultraorden ist dieser hier. Und die Platin-Arena, die findet ihr in Navia. Und wie gesagt, ihr müsst 30 Siege drüber haben. Höher geht es momentan auch nicht. Es geht im Moment nur auf Silber. Wie Platin Arena funktioniert, zeige ich euch auch im nächsten Part, weil ich merke, der Part wird gerade recht lang schon. Deswegen werde ich gleich den Part hier ausmachen. Ich werde jetzt noch das zu Ende erklären
und aus dem PvP-Orden, das hatte ich euch gerade schon gesagt, ihr müsst auf dem Schlachtfeld 100 Gegner töten. Aber entscheidet euch dafür einen Char und fangt das nicht mit jedem Char an, denn dieser Orden ist charaktergebunden. Das heißt, jeder Char, mit dem ihr es macht, müsst ihr zumindestens die 100 Mal neu töten. Wenn ihr jetzt mit dem Char das eher machen wollt. So aber, wenn ihr das auf einem Char schon habt, habt ihr die Punkte da immer stehen. Und irgendwann habt ihr auch den Orden automatisch freigeschaltet, egal welcher Charakter. Und mit den Medaillen, weshalb ich zum Beispiel diese Königin habe, liegt daran, je mehr ihr hier zusammenfarmt durch die Orden, durch die Erfolge und, bekommt ihr halt Punkte. Wenn ihr Medaillenpunkte auf 200 habt, bekommt ihr den Schlossrang. Das ist dann ein grüner Turm. Bei 500 ein Ritter, ein gelbes Pferd steht da neben euren Namen. Bei 1100 die Königin. Das sind halt meine, die ich oben habe. Und bei 2000 einen silbernen König. Ich bin 400 Punkte nur noch von entfernt. Da muss ich halt gucken, dass ich noch hochkomme. Wenn ich das mal habe, werdet ihr es halt oben bei mir sehen. Das war es auch eigentlich erstmal, was ich euch jetzt zeigen wollte. Deswegen mache ich jetzt hier das Video aus. Und dann zeige ich euch den Rest, wie ihr an manche Sachen kommt für unterschiedliche Sachen noch. Dann bis später und seid schön.